Nein, ich würde sagen, im Moment ist es für Deutsch Freiburg nicht gut, dass kein Deutsch Freiburger mehr in dem Ständerat ist. Aber auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass man den Beat nicht mehr gewählt hat. Weil der Beat hat 4 Jahre im Ständerat gewirkt, aber ich glaube, von Freiburg hat er nicht das können bringen, was man erwartet hat, einerseits. Und andererseits muss ich sagen, was mir fehlt in die Augen ist oder in die Ohren ist, dass er einfach recht einen Haufen Verwaltungsratmandat gegeben hat. Ich bin schon froh, dass es als junge Frau gewählt worden ist. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, dass sie alles für die schöne Welt tut, für das Land und das Zeug, für die Bauern und das alles zusammen. Das muss so, die Bauern müssen auch helfen kommen. Vielleicht hat der Herr Volland im ersten Wahlgang zu wenig Gas gegeben. Und das ist jetzt vielleicht, wir sind vielleicht nicht gut, das ist vielleicht eine falsche Antwort, aber vielleicht jetzt das Resultat im Ganzen. Ich kenne Frau Gapani durch das, dass ich mit ihr im Grossrat selber bin. Eine fleissige Frau, eine engagierte Frau, eine Frau, die weiß, was sie will. Ich wünsche mir, dass sie gleich noch in ihren Haltungen noch mal über Bücher gibt, in verschiedenster Hinsicht, weil ich gleich den Eindruck habe, dass man jetzt den Geist gesehen hat im Kanton Freiburg, mit den Anliegen, die gleich grün orientiert sind, dass sie die mitnimmt. Weil sie ist nicht eine Nationalrätin, sie ist eine Ständerätin und dort ist es ganz wichtig, dass sie die Anliegen vom Kanton mitnimmt.